Mit einem freundlichen Gruß aus Deutschland wurde in den kriegsführenden Schurkenstaat Munition für Kampfflugzeuge geliefert. Und diese Munition, die wird dort sicher nicht vergammeln. Denn praktischerweise führen die Saudis einen Krieg im Jemen. Und jetzt rutschte Annalena Baerbock einen Satz raus, der die ganze Doppelmoral auf den Punkt bringt. Denn sie sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: Es gibt keine direkten Waffenlieferungen von Deutschland nach Saudi-Arabien, gerade auch angesichts der verheerenden Menschenrechtslage vor Ort und in der Region. Moment mal, hatte Deutschland nicht gerade Waffenlieferungen für 36 Millionen Euro genehmigt? Und das trotz der verheerenden Menschenrechtslage vor Ort, trotz des Krieges im Jemen? Das schon. Aber Frau Baerbock, die hat ein Wörtchen in ihren Satz gemogelt, nämlich, dass es, Achtung, keine direkten Waffenlieferungen von Deutschland gibt.